Ich kann Ihnen aber versichern, dass keiner eine Freude hat, immer wieder mit Gegenmaßnahmen gegenzusteuern und vor allem den Menschen Einschränkungen und Beschränkungen aufzuerlegen. Es tut dies weder die Bundesregierung gerne, noch das Parlament und schon gar nicht die Bundesländer. Es ist aber wichtig und richtig, das Notwendige zu tun. Und gestern hatten wir die Chance, mit Expertinnen und Experten im engen Dialog zu stehen und uns über die derzeitige aktuelle Situation informieren zu lassen. Denn gerade wenn man Entscheidungen treffen muss, die in das Leben der Menschen eingreifen, braucht es hier Daten und Fakten. Der Herr Bürgermeister hat es angesprochen, es braucht hier faktenbasierte Entscheidungen. Und diese faktenbasierte Grundlage haben wir gestern auch bekommen. Und wie Sie wissen, ich habe immer gesagt, dass der Tunnelblick alleine auf die Infektionszahlen zu wenig ist. Dass es wichtig ist, sich immer ein Gesamtbild zu verschaffen. Und um sich ein Gesamtbild verschaffen zu können, braucht es hier vor allem auch einen Blick auf unsere Spitäler. Wie schaut es aus mit unserer Bettenkapazität? Wie schaut es aus vor allem auf unseren Intensivstationen? Und gestern wurde uns diese kritische Situation in den Spitälern dargelegt. Die kritische Situation in der Bundeshauptstadt, eine kritische Situation, die aber auch in einigen wenigen Tagen den gesamten Osten, die gesamte Ostregion betreffen kann, wo wir dann diese Situationsbeschreibung auch als Grundlage hergenommen haben und wo wir auch ganz genau wissen, dass im Speziellen die Ostregion besonders betroffen ist aufgrund unserer geografischen Lage, aufgrund unserer Nachbarn, sei es jetzt Tschechien, sei es Slowakei oder sei es Ungarn. Die Infektionszahlen sind dort bekannt und gerade dieses Virus macht vor den Grenzen auch nicht Halt. Wir in Niederösterreich haben uns entschieden, schon letzte Woche ganz konkrete, verschärfte Maßnahmen zu setzen. Denken Sie nur an die Stadt Wiener Neustadt, an den Bezirk Wiener Neustadt oder an den Bezirk Neunkirchen. Und wir haben uns auch gestern verständigt, hier in der Ostregion ganz konkrete Maßnahmen zu setzen, mit dem Bundesministerium für Gesundheit, mit dem Herrn Bundesminister Rudi Anschober, um hier ganz klar ein Zeichen zu setzen, hier gegenzusteuern. Und keiner weiß, ob nicht diese Situation, die wir jetzt haben, in einigen wenigen Tagen, auch in der Steiermark, beziehungsweise Oberösterreich oder sonst wo zu finden ist, dass dort eben das Gleiche passiert. Deswegen ganz konkrete Maßnahmen, vor allem verstärkte Maßnahmen bei der Einreise nach Österreich aus diesen Nachbarländern. Sie wissen, dass früher eben ein Negativtest notwendig war, ein negativer Test, der eine Woche lang Bestand hatte, der eine Woche Geltung hatte. Jetzt darf der Test nicht älter als 72 Stunden sein. Das heißt, pro Woche braucht es hier zweimal einen Test. Bin fest davon überzeugt, dass diese Maßnahme gut, wichtig und richtig ist. Ich möchte ein Thema nicht aussparen, das ist der Handel. Sie wissen, ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass der Handel offen bleibt. Dass der Handel offen bleibt, weil uns hier auch die Experten sagen, dass von dort aus fast keine Weiterverbreitung stattfindet, dass dort keine Infektionszahlen zu finden sind bzw. auffällig sind. Und mir war das immer wichtig, diesen Handel offen zu halten, um vor allem Arbeitsplätze zu sichern und vor allem auch tausende Existenzen unserer Familien auch abzusichern.
Und Sie wissen natürlich, dass es da unterschiedliche Positionen gibt betreffend dem Offenhalten des Handelns, dass es aber natürlich auch unterschiedliche Expertenmeinungen gibt. Und dass es unterschiedliche Expertenmeinungen gibt, haben Sie alle in den letzten Tagen, Wochen auch erlebt und auch wir natürlich gestern. Auch da gab es natürlich unterschiedliche Expertenmeinungen. Wie gehen wir es an? Welche Strategie ist die richtige? Wir haben uns bewusst gegen einen zweiwöchigen Lockdown entschieden. Wir haben uns entschieden für eine Ruhephase von 4 Tagen. 4 Tage vom 1. bis 6. April, von Gründonnerstag bis zum Osterdienstag. Der Herr Bundesminister nennt es immer diese Ruhephase eine Cooldown-Phase. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig ist uns aber bei dieser Cooldown-Phase, wo natürlich viele Betriebe betroffen sind, dass hier auch der Ausfallsbonus greift, dass hier vor allem auch der Ausfallsbonus den Firmen auch zugutekommt, hier für diesen Umsatzersatz bzw. Umsatzeinbuße. Viele Maßnahmen, die wir gestern diskutiert haben, viele Maßnahmen, wo es uns immer wichtig war, die Balance zu halten zwischen der Verhältnismäßigkeit und der Wirkung, wo es uns vor allem aber auch immer wichtig war und ist, dass diese Maßnahmen auch mitgetragen werden können von der Bevölkerung. Und Maßnahmen können nur mitgetragen werden, wenn man sie auch wirklich erklärt und warum sie auch wichtig und notwendig sind. Und ich glaube, der Herr Bundesminister hat in seiner Einleitung, in seinem Statement ganz klar gemacht, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, mit einem Virus, das einfach sich dynamischer entwickelt wie vor einigen Monaten. Dass dieses Virus nicht nur gefährlich ist für die Älteren, sondern mittlerweile auch für die jüngere Generation und dass deswegen auch mehr Spitalskapazitäten notwendig sind. Spitalskapazitäten, wo wir schauen müssen, dass uns diese nicht ausgehen. Und da sage ich auch ein herzliches Dankeschön den Expertinnen und Experten für diesen klaren Ausblick, für diese ganz klare Darstellung der Situation. Ich darf mich vor allem auch bedanken bei den Kollegen, bei den 3 Kollegen, wenn ich das so salopp sagen darf, für die intensiven Gespräche. Es waren wirklich sehr gute Gespräche, ein sehr konstruktives Klima. Und wir alle müssen hier Vorbild sein, ganz klare Entscheidungen treffen. Und wir ersuchen hier die gesamte Bevölkerung, auch in den nächsten Wochen und Monaten Disziplin zu zeigen, sich vor allem auch an all diese Anordnungen und Maßnahmen zu halten, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber es ist wichtig, sich selbst zu schützen. Und am besten kann man sich schützen, wenn man all diesen Empfehlungen und Vorschriften auch nachkommt. In dem Sinn sage ich ein herzliches Dankeschön. Es ist dies sicherlich kein Wettbewerb zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern es ist dies ein Wettbewerb, ein Wettrennen im Kampf mit dem Virus und vor allem auch mit den Impfungen, wo ich auch Danke sagen darf an alle Gemeinden, die eine ganz großartige Leistung erbringen, nicht nur beim Testen, sondern vor allem auch beim Impfen, wo sie ganz wichtige Partner sind. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke, denn ohne diesem Engagement unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wäre all das nicht zu stemmen, in enger Allianz natürlich mit allen Blaulichtorganisationen und natürlich vielen Ehrenamtlichen, die wir in unseren Ländern haben.